einen wunderschönen guten Morgen. Servus. Ich bin Marc Seibert und ich darf in der Produktion Mozart, die ab September hier im Rheinmuttheater spielt, den Fürst Erzbischof Coloredo spielen. Und mein Name ist Udo Kuipers und ich darf der Wolfgang Mozart spielen und ich freue mich natürlich riesig drauf. Und weil man ja nicht nur die Texte können muss und die Lieder kennen muss und die Bühne muss gebaut werden, sondern man braucht ja auch, man will ja auch schön aussehen in den Rollen, brauchen wir natürlich auch gute Kostüme. Deswegen sind wir heute schon ein paar Monate vor der Premiere da. Und wenn man sich hier umschaut, hier hängen Hunderte und Tausende von Kostümen. Was merkt ihr? Wie Appetit? Man ist gerührt. Ich bin pikiert. Wer die Produktion gesehen hat vor ein paar Jahren, der kann sich vielleicht daran erinnern, dass der Coloredo mit solchen roten Roben eben auftritt. Und das wird wohl anscheinend wieder auch so gemacht werden, weil viele Kostüme werden geändert. Neues Design wird es geben für viele Kostüme. Aber Coloredo hat wohl die Kostüme von damals, weil es ja eher eine historische Figur ist. Dementsprechend muss man ja auch da ein bisschen an der Historie dranbleiben. Das Konzept ist eigentlich für diesen Mozart, dass wir versuchen, eine Mischung zu machen zwischen die historischen Kostüme, die wir noch aus der letzten Vorstellung hatten, die wirklich immer noch super, super schön sind, meine Kostüme, und moderne. Und ich glaube, dass es super cool sein wird, wenn wir fertig sind. Wolfgang wird weiß. Ist es auch weiß? Alles weiß, jede Schuhe auch noch. Das ist ganz eine lustige Geschichte. Ja. Weil das sind nicht meine Schuhe, sondern Max Albers. Aber bei Elisabeth als tot. Und die vererbe ich jetzt dem Mozart quasi. Danke. Das ist eine ganz große Ehre. Einfach egal. Wir fühlen uns Naja, dann wollte ich, würde ich mal sagen, Herren, ausziehen. Genau, ich sage, dann gehen wir es an. Danke.